Amalie, Freiin von Krüdener, geborene Gräfin von Lerchenfeld. Auguste Hilber, geborene Strobel. Sophie Erzherzogin von Österreich, geborene Prinzessin von Bayern. Mariana Marchesa Florenzi, geborene Gräfin Bacinetti. Lady Jane Ellenborough, geborene Lady Digby. Carlotta Gräfin Boos zu Waldeck, geborene Freiin Breitbach-Bürresheim. Anna Hillmeier. Wildstürmend braust mein heiß bewegtes Blut. Ich spüre neues, nie gefühltes Leben. Ich sehe in der Welt nur dich allein. Nur in der Liebe einzig lebt der Himmel. Und außer Liebe alles bloßer Wahn. Sie kleben auf Konfekt- und Streichholzschachteln, hängen in Garderoben und Schlafzimmern in aller Welt. Es gibt sie leibhaftig als Garde Münchner Charms mit zeitgenössischen Doubles, als wirksame Werbung der Münchner Modewoche, bei Großeinsätzen der Weltstadt mit Herz. Denn sie wirken, ganz ohne Zweifel, trotz der harten Dosis Sex, mit der man täglich unsere Psyche aufwühlt, um uns Autos und Intimspray zu verkaufen, trotz männermordender, eisgekühlter Barbarellas, trotz aggressiver, synthetischer Berufsschönheiten auf unseren Illustrierten. Sie wirken, die 38 längst verblichenen Damen, sind populär vom ersten Tag an, klassisches Münchner Souvenir, ein unverwüstliches Feenmärchen, lieblich innig, vielschwärmerische Seele schwimmt im Blick, doch von ungefährlicher Erotik, dem Manne untertan. Frauen sind ein Gnadengeschenk des Himmels an die Männer, schreibt ein Münchner Journalist der Zeit. Die Idee zur Schönheitensammlung, wie der König die Galerie nennt, war von ihm selbst, königlich und zugleich neckisch, ein wenig politisch, Huldigung an die Frauen seines Landes. Er wählte aus und die Münchnerinnen rissen ihre Hutschleier in die Höhe, wenn sie den König nur von Weitem kommen sahen, setzten sich beim Konzert im Odeon an die Eckplätze, damit sein unverhohlener Kennerblick sie ja nicht übersah. Glücklich werde ich sein mit dir, liebe, liebe Therese. Doch wie trübe und helle wechselt Freude und Trauer in dem Leben. Seligkeit gibt es auf Erden nicht, auch in der Ehe nicht, selbst in der glücklichsten. Und, oh, wie weit bin ich entfernt von Vollkommenheit. Überspannte Erwartung mindert sie mehr als die Wirklichkeit. Geliebte Therese, präge dir tief dies ein. Es ist Wahrheit. Deiner Zukunft Glück hängt davon ab. Aber von ihr verlangt er Vollkommenheit, lächelnde, überlegende Weisheit, Verständnis. Er bestimmt, was in der Residenz geschieht, und sie braucht sein Einverständnis, wenn sie in die Stadt gehen möchte. Für sie, die gerne behaglich und intim gewohnt hätte, baut er Räume mit heroischen Säulenordnungen. Und wenn sie freundliches Geschirr wünscht, bestellt er nach dem Vorbild griechischer Grabgefäße. Und Kleider und Schmuck müssen zurückstehen, wenn er den Ankauf eines Bildes für die Pinakothek für wichtiger hält. Wenn es Herbst wird, zieht es ihn nach dem geliebten Italien. Sie bleibt zurück. Meist ist sie dann schwanger. Wenn sie schreibt, beginnt sie ihre Briefe: Guten Morgen, mein liebes Männlein. Die Masken. Fröhliches, buntes Gewimmel,
Du gibst uns Wahrheit im Truge. Wenn der Körper vermummt, zeigt sich die Seele entlarvt. Karneval 1821 in Rom. Der Korso voller Wagen und Menschen, man bewirft sich mit Blumen, Blumenkränzen und süßen Konfetti. Das Gedränge wird ärger. Der Wagen des Kronprinzen hält neben dem des Marchese Florenzi. Die Marchesa, unter den Schönen eine der schönsten, ganz im großen römischen Stil, eröffnet die Konfettischlacht. Die bayerische Batterie, sonst eine der tapfersten, unterliegt kläglich. Ich liebe dich. Ich möchte es immer sagen und immerhin dich fragen, liebst du auch mich? Und immerfort durchdringet mich Verlangen, erneuert zu empfangen, der Liebe Wort. Die Marchesa, 19 Jahre alt, seit 2 Jahren in Perugia verheiratet, Mutter einer Tochter, bleibt bei ihrer forschen Strategie. Ohne geladen zu sein, kommt sie auf einen Ball im Palazzo Torlonia, um Ludwig wieder zu begegnen. Die Herzogin Torlonia empört, so etwas macht man vielleicht in Perugia, aber nicht in Rom. Tränen, da reicht ihr Ludwig den Arm, bittet sie zum ersten Walzer, der Klatsch ist eröffnet. Nächster Schritt, Marianina bittet den Kronprinzen auf ihren Landsitz, Villa Colombella, Villa Täubchen bei Perugia. Der Kronprinz sagt zu, seine Reisebegleitung entsetzt, Leibarzt Ringseis schwingt sich zu einer Moralpredigt auf, Ludwig säuerlich. Ein Jesuit wird gefragt, meint die Heilige Schrift wisse nichts von platonischer Liebe. Ludwig, wenn es Sünde ist, so muss ich es lassen, aber es ist mein Tod. In der Not findet sich ein zweiter Priester, der die Sache harmlos sieht, Ludwig wie ausgewechselt, die Serie der Columbella-Besuche kann beginnen. Marianas Gemahl hört auf den kühnen Namen Hektor, sonst ist er eine Null, stets ohne Geld, stellt dem König Büsten auf, rechnet sich Chancen aus, Ludwig soll den Papst um einen Posten bitten, Superintendent für Salz und Tabak möchte er in Perugia werden. Es reicht aber nur für den Verwalter des Trasomener Sees. Hin und wieder gebärdet er sich eifersüchtig, Theaterdonner. Ich fürchte, es werde wieder Kummer geben in Colombella und mir Schaden wie beim letzten Mal. Du magst wissen, der Effekt war, dass mein gutes Weib erschrak bei meinem Anblick und meine Haare weiß geworden sind. Ich habe sie mir ausziehen lassen und besitze sie nun nicht mehr. Ich will Ruhe haben in Italien, mein Herz erheitern, ausruhen von den Mühen des Regierens, meine Nerven stärken, nicht sie verderben. Ihr braucht Geld und ich werde helfen. Aber eine Gefälligkeit bedingt die andere, und ich stelle die folgenden Bedingungen. Wenn ich komme, um dich zu sehen, kommst du, je nachdem, wie ich entscheide, entweder nach Ravenna und bleibst dort allein bei deiner Mutter, solange ich mich dort aufhalten werde, oder auch etwas länger. Das sieht besser aus. Ich werde in einem Hotel wohnen und könnte dich jeden Tag sehen, und da Ettore nicht in Ravenna sein wird, werden die Tage ruhig sein. Ich will nichts Böses. Ich will heitere Tage. Oder wenn ich es vorzöge, dich in Rom zu sehen, dass du dich dorthin begibst mit Ehemann und einer Schwester und dass ich jedes Mal, wenn ich zu dir komme, mit dir allein bin, solange ich mich dort aufhalte. Das ist zwar fast immer das Übliche in Colombella, aber ich will die Gewissheit. Für jeden Monat, den ich in Rom mich aufhalte, werde ich deinem Gatten 300 römische Scudi geben. Aber beim ersten Mal, so er diese Bedingungen verletzt, es genügt bereits, dass ich nicht mit ihm zufrieden bin,
wird nicht nur diese Bezahlung nicht weitergeführt, sondern ich werde auch seine Schulden von 2000 Skudi nicht bezahlen. Ettore hat es in der Hand, diese Bedingungen nicht zu akzeptieren. Aber dann darf er in seinem Leben keinen Pfennig mehr von mir erwarten. Una volta il Tevere era più grande come quello adesso. No, forse era più piccolo. Unten am Tiber wohnt ein Bauer, dessen Vater noch Ludwig I. über den Fluss gefahren hat, als es hier noch keine Brücke gab. Er weiß noch all die kleinen Historien, die die Bauern mit dem merkwürdigen König Luigi so erlebten, dass er so viel zu Fuß ging. Das soll ein König sein, spotteten die Bauern, dass er Tannen aus dem Böhmerwald mitbrachte, von denen noch einige stehen, dass man ihn und die Marchesa auf manchen Ausflügen mit Sänften trug. Dafür bekamen sie dann ein Glas Wein und eine dicke Scheibe Brot. Und wie der König eines Tages die Marchesa am Ufer sieht, im Kahn aufsteht, heftig winkt vor Freude, die Balance verliert und ins Wasser fällt. Mein armer Vater hat ihn dann herausgefischt, sonst hätte er ganz schön Wasser geschluckt. Diese Freundschaft sollte ein Leben lang anhalten. 46 Jahre lang. 4.855 Briefe werden sie wechseln. Ihm war es allein schon ein Abenteuer, Italienisch zu schreiben und zu sprechen, die Sprache der Liebe und im gelobten Land der deutschen Dichter und Denker eine Muse zu wissen. Und Marianina wusste nur zu genau, wie sehr diese Freundschaft sie heraushob aus dem banalen Leben in der Provinz. Therese hatte in jenem Karneval einen dritten Sohn, Luitpold, den späteren Prinzregenten, zur Welt gebracht. Es ist doch eine recht tröstliche Sache um ein zuverlässiges Weib. Er schickt Spielregeln aus Columbella, sage mir stets sanft, aber nicht weinerlich, wenn ich etwa einen ungeeigneten Ton gegen dich anhebe. Therese reagiert wie immer mit bewundernswerter Haltung und Diplomatie. Dein Wille, deine Entscheidung, wenn du gerecht, muss frei bleiben. Sie spricht von Erziehungsschwierigkeiten mit dem Ältesten, Maximilian. Ein sanfter, geeigneter Ton, um den Verliebten wieder zur Klarheit zu bringen. Aber sie weiß genau, wie sehr Ludwig das gesteigerte Gefühl des Enthusiasmus braucht. Ohne Begeisterung wird ihm alles zur Last. Endlich ist er jetzt König geworden, fast 40 Jahre alt. Allzu lange Zeit hat er gewartet, allzu viel will er jetzt. Sehe ich Frauen, die jünger und weniger Kinder geboren, und vergleiche mit dir, wonniges, liebendes Weib, sie, die geglänzt in bewunderter, seltener, blendender Schönheit, wie doch schöner erscheinst, wie doch reizender du. Das so gewissenhaft, du, dass du so verlässig, das kettet mich für ewig an dich. Doch da begegnet ihm im Café Tambosi am Münchner Hofgarten Lady Jane Ellenborough. Aus den Augen der Frauen versengen uns Welten von Sonnen. Von dem Lichte verklärt stirbt es sich süßen Gefühls. Wärme und Licht sind mir Bedürfnis des Lebens. Es wären eure Blicke demnach nötig, den meinigen stets. Bringe den Himmel herab, bringe denselben ins Herz. Lady Jane Ellenborough, geborene Digby, ist die Tochter eines Admirals, englische Hocharistokratie, die Familie gibt es heute noch. Eine der erstaunlichsten Frauen des 19. Jahrhunderts, eigentlich nur im England der hochromantischen Zeit Lord Byrons möglich und denkbar. Eine Frau, die sich das Recht nahm, ihr Leben in schrankenloser Freiheit zu leben, nur nach dem Kurs ihrer Gefühle und Neigungen, ohne Rücksicht auf andere, auf irgendwelche Konventionen, ohne den Willen, Kompromisse zu schließen, sich gebunden zu fühlen durch etwas anderes als Liebe.
Mit 17 Jahren hatte sie der Vater verheiratet, an einen älteren englischen Politiker, Lord Ellenborough. Dies war die einzige schwerwiegende Entscheidung in ihrem Leben, die sie nicht allein getroffen hat. Lord Ellenborough, ein Witwer, hatte entweder nur seine Karriere im Sinn, er wurde in der Tat später Vizekönig von Indien, oder es war eine so langweilige Ehe à la mode, wie sie Hoggart karikiert hat. Jedenfalls wurde der Legationssekretär der österreichischen Botschaft in London, Fürst Schwarzenberg, späterer Minister unter Kaiser Franz Josef, der Anlass zu einem der größten Skandale des England der Regency-Zeit, einem der wenigen Scheidungsprozesse vom Beginn des 19. Jahrhunderts, zu dem das ganze House of Lords zusammentrat. Das Ende war, dass Lord Ellenborough an Lady Jane jährlich 8.000 Pfund zahlte, eine enorme Summe, die sie ihr Leben lang auch finanziell unabhängig machte. Sie folgte dem Schwarzenberg nach seiner Versetzung nach Paris, dort trennten sich ihre Wege, und der erste Romanschriftsteller der Zeit, Honoré de Balzac, stürzt sich auf sie und macht sie zur Heldin seines Romans »Die Lilie im Tal«. Diese schöne, schlanke Lady, scheinbar so zerbrechlich, aus Milch und Rosen, so zart, mit einschmeichelnder Stirn, dieses Geschöpf, dessen Glanz phosphoreszierend und flüchtig erscheint, ist doch ein Wesen aus Stahl und Eisen. Kein Mann kommt ihr zu Pferde nach, ihre Leidenschaft ist ganz afrikanisch. Wieso sie ausgerechnet in München auftaucht, mit Pferd und Hund, ist aus den erhaltenen Briefen nicht zu erklären. Es scheint da einen Prinzen Alfred gegeben zu haben. Jedenfalls muss sie im Biedermeier München gewirkt haben, wie ein Flamingo auf dem Hühnerhof. Der König jedenfalls stürzt sich auf sie, bald nennt er sie Jante statt Jane, sie ihn Basileus, König. Seine Begeisterung für die Befreiung und den Aufbau Griechenlands ist damals auf dem Höhepunkt. Er schickt Veilchen, Gedichte, ist bei jeder Sitzung dabei, wenn Stieler sie malt. Dearest Louis, ich hoffe, dein Kopfweh ist besser als meines. Besuch mich nach dem Liederkranz, deine alte Jante. Da ist noch ein Anbeter, der es ernster meint als der König, Baron Karl von Fenningen. Bald ergibt sich eine höchst merkwürdige Situation. Der König, der als wahrer Freund und Beistand alles, die ganze Wahrheit von Jante wissen will, berät sie, wie sie sich dem zweiten Anbeter gegenüber verhalten soll. Schließlich kommt es doch zur Eheschließung mit Fenningen, eher gegen den Willen Ludwigs. Zum Leidwesen Jantes und des Königs muss sie fort aus München. Sie leben in Grombach in der Nähe Heidelbergs. Wie langweilig es hier ist, Menschen, mit denen man nichts anfangen kann. In München gäbe es jetzt Bälle, Schlittenfahrten. Bayern ist meine zweite Heimat, sie schreibt Deutsch. Lieber Ludwig, ich bin, ja wirklich, ich bin deine alte, liebende Jante, die wird dich nie betrügen. Ohne Liebe ist das Leben eine öde Leere. Kein irdischer Segen kann diesen Verlust wieder gut machen. Die Notwendigkeit zu lieben und geliebt zu werden ist für mich wie Luft und Wetter. Du siehst,
Ich vergesse nicht, völlig aufrichtig zu sein dir gegenüber. Ich wünschte nicht, einen einzigen Gedanken vor dir zu verheimlichen, der meine wilde Fantasie durcheilt. Als sie endlich wieder auf einem Münchner Hofball tanzt, sieht sie dort Graf Spiro Theotoki, Flügeladjutant König Ottos von Griechenland, des Sohnes Ludwigs des I. Stoff genug für ihre wilde Fantasie. Theotoki ist zur Ausbildung in Deutschland, geht auf die Universität in Heidelberg. Sofort ist die lange Sehnsucht nach München am Ende. Sie ist wieder in Grombach, 20 Kilometer bis Heidelberg. Ihr Pferd heißt L'Infatigable und die Amazone jagt es durch die Nacht die Strecke hin und zurück. Einmal setzt sie im Sprung über einen Obstkarren mitsamt dem eingeschlafenen Händler hinweg. Bei einem dieser Ritte brach L'Infatigable den Hals. Ball in Heidelberg. Sie beschließt, Theotoki muss sie entführen. Der betrogene Baron setzt den beiden nach, holt den Reisewagen ein und stellt den Griechen zum Duell. Der erste Schuss trifft den Griechen oberhalb des Herzens. Die Ehre ist wiederhergestellt. Fenningen lässt den Schwerverletzten gesund pflegen und verzichtet auf Jane, lässt die beiden ziehen. Balzac hatte sie beschrieben: Ich suche wie viele Engländerinnen das ganz und gar Ungewöhnliche, die Sensation, den Eklat. Jane über Fenningen: Ich schätze seine edlen Qualitäten, sein Benehmen, aber sein Bemühen, sein Gefühl zu zeigen, erstickt meine Leidenschaft. Fenningen empfand sowohl den Aufenthalt weiter in Grombach als auch in München unter den alleswissenden Augen des Königs als unmöglich, ging auf seinen Besitz Riegerting bei Ried im Innviertel. Lady Jane und Theotoki leben in Paris, warten doch die Scheidung ab. Es gab zwei Kinder, Heribert und Bertha. Jante überließ sie Fenningen, so wie sie all ihre Kinder den Vätern überlassen hatte. Einen Sohn dem Ellenborough, eine Tochter dem Fürsten Schwarzenberg. Bertha wurde gemütskrank. Von Heribert haben sich Briefe an Jane erhalten, trocken, konventionelle Höflichkeiten. Dagegen schrieb der alte Fenningen, noch 40 Jahre nach der Trennung, im Alter von bald 70 Jahren, die Briefe,
auf die sie vielleicht einmal gewartet hatte. Wie oft seufze ich, wo sind die Tage geblieben, die glücklichsten meines Lebens? Ich lebe noch immer in diesen Erinnerungen, denn die Gegenwart ist so schrecklich trist. Ich suche ständig Trost in der Vergangenheit, denn im Innersten kann ich nicht mehr an die Dauer des irdischen Glücks glauben. Wenn Sie wieder einmal nach Europa kommen würden, geben Sie mir bei Zeiten Nachricht. Ich würde überall hinkommen, wohin Sie nur wollen. Ich hätte ein unendliches Verlangen, Ihnen noch einmal aus tiefem Herzen zu sagen, auf Wiedersehen in einer besseren Welt. Adieu, achten Sie auf Ihre Gesundheit und empfangen Sie alle Tage meine besten Wünsche für Ihr Wohlergehen. Adieu. Was hat man denn in Ihrer Familie so erzählt über Lady Jane? Tja, in meiner Familie gab es nur eine nette alte Tante, auf die einzigste eigentlich, die über die Sachen gesprochen hat. Mein Vater hat mit keinem Menschen drüber gesprochen. Es wurde alles nur vertuscht. Obwohl Ihr Vater war der Enkel? War der Enkel, ja. Aber er wollte gar nicht, dass die Familie überhaupt noch redet über diese... Es waren zu viele Skandale gewesen, es ist zu viel über sie geschrieben worden, da hat man sich halt geschämt damals, so war das. Heute denkt man ja nicht mehr so. Sie hat nur gesagt, alles, was bei uns war, ist verbrannt worden. Ist ja furchtbar. Der Sohn muss das verbrannt haben. Oder mein Vater wird es verbrannt haben. Jemand hat die alle verbrannt. Es ist nichts übrig geblieben. Aber Karl hat sie doch geliebt. Ja, das scheint wohl so. Eine Weile vielleicht, sagen wir. Vielleicht hat sie alle eine Weile wirklich geliebt. Und dann war es doch mal wieder zu Ende, wenn ein anderer kam, nicht? Ja. Nach den Briefen, er hätte ihr ja auch nicht so reizend immer geschrieben, nicht? Wenn das nicht sehr schön gewesen wäre. Ja, und er muss sie auch geliebt haben. Ja, das glaube ich doch wohl. Denn er war doch dann sehr einsiedlerisch und eigenartig, schwierig. Karl war ein großer Reiter. Ja, auch in einem Alter, in dem er ist auch viel in München im Englischen Garten geritten. Ja. Ja. Und er ist, glaube ich, auch auf einem Pferd gestorben. Ja, er ist runtergefallen, war wohl ein Schlaganfall. Und da hat man ihn gefunden. Aber es war niemand dabei. Er lag dann neben einem Busch und das Pferd hat man dann irgendwo wieder aufgegriffen. Er war auch schon tot, war sicher ein Schlaganfall. Eigentlich ein schöner Tod. Schnell. Als Frau des Grafen Sertoki lebte Lady Ellenborough zunächst auf Korfu, hatte einen Sohn, ihr fünftes Kind, das erste, das sie liebte. Mit 6 Jahren fiel der Bub eine Treppe hinunter und war tot. Von diesem Moment an scheiterte auch diese Ehe. Nach einem Intermezzo mit einem armenischen Bandengeneral ging sie, angeblich um ein Pferd zu kaufen, nach Damaskus. Ein vornehmer Emir, Führer eines Beduinenstammes, begleitet sie auf ihrem Weg durch die Wüste. Er wird der Mann, den sie in ihrem unruhigen Leben bisher vergebens gesucht hat. 48 Jahre alt, noch immer eine wunderschöne, faszinierende Frau, heiratet sie zum 4. Mal. Die frühere Lady Ellenborough ist in Damaskus, berichtet König Otto aus Athen an Ludwig, der hin und wieder nach der Lady fragt. Sie hat mohammedanische Religion angenommen, einen Beduinenscheich geheiratet und trägt sich türkisch. Reitet sie mit ihm, so hat sie in der Stadt das Gesicht verschleiert. Welch abenteuerliches Leben, notiert Ludwig. England ist das Land der Suffragetten, das Land der Anfänge der Frauenemanzipation. War es das bei Jane? Oh, I think it's partly. Yes, she. Ja, teilweise ja. Sie wollte emanzipiert leben, aber emanzipiert durch ihre Freunde, ihre Ehemänner. Das war der einzige Weg damals. Ich bin sicher, sie war sehr interessiert an politischen Fragen.
War es nicht nur persönlicher Egoismus? Persönlicher Romantizismus, würde ich sagen. Sie war wild und sie war frei und so wollte sie leben. Sie wollte nicht beengt sein durch die Haltung der viktorianischen Gesellschaft in England. Ist das ein Leben, um das Sie als Frau, Jane, beneiden? Heutzutage haben wir doch unsere Unabhängigkeit und wir leben sehr gut in der Gesellschaft. Ich bin froh, dass ich meine persönliche Freiheit genauso habe wie mein Leben mit der Familie. Aber so ganz nach eigenen Vorstellungen, nach eigenem Gutdünken zu leben, allen Anhang, jede Bindung zu verlassen, dann, wenn sie zur Last wird, würden Sie das nicht manchmal auch gern tun? Nein, da muss man schon eine ganz außergewöhnliche Frau sein und sehr tapfer, da stimme ich Ihnen zu. Und ich denke, ich bin nicht tapfer. Ich bin sicher, sie wurde fortgetragen von ihren Emotionen, ihr ganzes Leben hindurch, schnelle Ortswechsel, Liebe, da war sie glücklich. Aber da waren auch Momente, wo sie zweifelte, Momente großer Ekstase, dann wieder Momente großer Zweifel. Moments of great ecstasy and moments of great depths. Vor mehr als 12 Jahren äußerten Sie mir, es wäre etwas Erfreuliches, mit 48 Jahren, mein damaliges Alter, ein Herz erobert zu haben. Was aber sagt mein lieber Tan erst dazu, wenn ich sage, dass der 60 Jahre Alte einer 22-jährigen schönen, Kenntnisse besitzenden, geistreichen, Herzensgüte habenden Südländerin von Geburt einer Adeligen Leidenschaft eingeflößt hat, ihre erste. Kurzen Aufenthalt nur hier machen wollend, weinte sie an die Abreise denkend. Sie ergriff's. Sie könnte nicht scheiden. Sie brach alle Verhältnisse ab, gab alles auf, ließ sich in München nieder. Bewunderung. Nicht bescheiden es zu wiederholen, aber sie sagte es, wegen allem, was ich vollbracht, erfüllte sie anfangs für mich. Liebe kam dann dazu. Und ich kann mich mit dem Vesuv vergleichen, der für erloschen galt, bis er plötzlich wieder ausbrach. Ich glaubte, ich könne nicht mehr der Liebe Leidenschaft fühlen, hielt mein Herz für ausgebrannt. Hielt mich nicht mehr für den Alten. Das war mir ein betrübendes Gefühl. Aber nicht wie ein Mann von 40 Jahren, wie ein Jüngling von 20. Ja, comme un amoureux de 15 ans, fasste mich Leidenschaft wie nie zuvor. Esslust und Schlaf verlor ich zum Teil. Fieberisch, heiß wallte mein Blut. In des Himmels Höhen hob es mich. Meine Gedanken wurden reiner, ich wurde besser. Ich war glücklich, ich bin glücklich. Einen neuen Schwung hat mein Leben bekommen. Jung bin ich wieder geworden. Freudig sieht mich die Welt an. Die Lola nahm natürlich an allem teil, was der König machte. So hat sie sich auch interessiert für die Erzgießerei. Und sie kam eines Tages mit dem Pferd angeritten, Reitpeitsche in der Hand wie immer und wollte Einlass haben. Es war aber verboten und zum Verbot stand ein Riesenschmied an der Türe, der niemand erlaubte reinzukommen. Da zückte sie die Reitpeitsche und sagte, die Lola wird wohl Einlass finden. Da sagte er, ein Schritt weiter und ich hau dir dein Schädel ein. Dann ist sie beleidigt abgezogen, hat das dem König gemeldet und die Entlassung des Schmiedes gefordert. Worauf der König in die Erzgießerei kam
und sagte, ich will den Schmied sehen, der sich so grob geäußert hat. Ja, da muss ich schon sagen, hat er recht gehabt und er kann bleiben. Aber so grob darf er nicht weiterhin bleiben. Er muss liebenswürdiger werden. Gerecht und beharrlich war der Leitspruch des Königs, ein Auferlegter, zu dem er sich immer wieder neu zwang, denn er neigte vielmehr zu hitzigen, pointierten Sarkasmen, zu Trotz und Halsstarrigkeit, zu überstürzten Entschlüssen. In diesem Fall war er so gerecht und so blind, wie Justitia nur irgend sein kann, in einer seltsamen Mischung von weltfremder, naiver Güte und wehrlos verliebter Don Quixoterie. Jede Farce der geltungssüchtigen Tänzerin interpretierte er als Beweis ihrer Zuneigung. Nicht einen Augenblick kam ihm in den Sinn, dass man sein Verhalten als Mätressenwirtschaft auslegen musste. Es ging ihm einfach nicht ein, dass ihn hier zum ersten Mal eine Frau so geschickt behandeln und lenken konnte wie Therese, nur mit dem Unterschied, dass diese ihn genau auf die Klippen zuführte, an denen die Königin ihn mit Mühe vorbeigelotst hatte. Am 20. März 1848 unterzeichnet er seine Abdankung. Eine entehrte Krone trüge ich nicht. Wenn ich nicht König sein konnte, wollte ich auch nicht König scheinen. Der Traum ist zu Ende. Hätte ich doch nie und nimmer dich gesehen. Für die gegeben ich mein letztes Blut. Durchdrangest mich mit namenlosen Wehen, du meines Lebens glühendste Liebesglut. Ich stellte trotzend allen mich entgegen, vertrauend deinem liebenden Gefühl. Ließ unerschüttert mich durch nichts bewegen, im restlos auf mich stürmenden Gewühl. Was immerhin ich mich gesträubt zu glauben, dass du mich hintergingst, ist dennoch wahr. Die Zuversicht auf dich konnt nichts mehr rauben, doch endlich sehe deine Schuld ich klar. Mit einem Königreiche wollst du schalten, und brüstest dich, die Herrscherin wärst du, erhaben über alles wollst du walten, dem Niedrigen gekehret immerzu. Mit Untreu hast du meine Treu vergolten. Du wolltest mein Geld, du wolltest meine Macht, die du bewirket, dass mir alle grollten, verwandeltest das Dasein mir in Nacht. Es war bereits mein Innerstes gebrochen, gekränkt, verletzt, mich ekelte die Welt, als ich Empörung ruchlos ausgesprochen, als Treubruch zu dem Undank sich gesellt. Der jahrelange Traum ist nun verschwunden. In einer Öde bin ich jetzt erwacht. Vorüber ist, was ich gefühlt, empfunden. Doch um die Krone bleibe ich gebracht. Als man den Sohn Maximilian zum ersten Mal mit Majestät anredet, gibt es ihm einen Stich. Aber er bleibt in München. Es kostet ihn einiges, denn hier ruft doch alles mir zurück, was ich war und was ich jetzt bin, dass ich nichts mehr bin.
Er reist nun wieder öfter mit Therese nach Aschaffenburg, nach Ludwigshöhe in die Pfalz. Da stirbt trotz aller Vorsichtsmaßnahmen innerhalb weniger Tage als letztes Opfer der Münchner Cholera des Jahres 1854 Therese. Meinem vielgeliebten Gemahl drücke ich wärmsten Dank des Herzens für jeden Beweis der Liebe aus, durch welchen er mir das Leben zu verschönern wusste. Ludwig ist Witwer. Ludwig blickt in den Spiegel. Allgemein bemerkt man, wie ich frisch und kräftig aussehe. Briefe kommen, alte Verehrerinnen, Witwen. Wie prächtig der jugendliche Blick, Majestät. Reichlich werd ich geliebet. Besitze nicht wenige Herzen. Herzen, die nie ich gesucht, welche zum Teil mir zur Last. Aber das eine, nach dem ihr verlanget, ist mir verschlossen. Könntest du mich lieben, es wäre die Erde mir Himmel. Er gehörte mir an, wenn mir gehörte dein Herz. Carlotta, Tochter des herzoglich nassauischen Kammerherrn und Oberzeremonienmeisters am Hof in Darmstadt, stammt aus dem Schloss, das ihren Namen trägt, Bürresheim in der Eifel. Sie ist Hofdame bei Ludwigs Tochter Mathilde, der Großherzogin von Hessen-Darmstadt. Dort lernt er sie kennen, sie ist 20, er ist 72. Unwiderstehlich heilige Gewalt hat mich an dich, Holdselige, gezogen. Der Züge Schönheit nicht, nicht der Gestalt, dein Wesen war's, und mich hat's nicht betrogen. Nicht ist's der Sinneslust verwirrender Rausch, Verklärung gebend ist's der Seelentausch. Mathilde macht er zur Mitwisserin. Sage ihr, auch heute in der Heiligen Messe hätte ich für sie gebetet und habe vor, dieses in jeder zu tun. Es ist ein Verhältnis mit ihr, das noch mit keiner anderen stattfand. Frömmigkeit vereint uns, zieht mich mächtig zu ihr. Wie wohl tat es mir, als wir heimfuhren bei besterntem Himmel vom Hehren, vom Ewigen mit ihr zu reden. Er nennt sie Bouche d'Or, Goldmund. Einen Blick nur von dir, Carlotta, nur einen der Liebe. Sie weicht aus. Ach, gleichgültig bleibst du, Carlotta. Aber Majestät, die Umgebung, die Leute, ich kann doch nicht sprechen.
Gut, wenn etwas den Mund verschließt, dann steht das Aug zu Gebote, um dem Geliebten mit einem Blick zu zeigen, was das Herz erfüllt. Das ist die Sprache der Seele. Sie versteht das Auge nur zu gut. Von der Tafel sammelt der König Zuckerwerk für sie, im Garten pflückt er Blumen. Er schenkt ihr das weiße Kleid, das sie hier trägt, lässt sie malen, das letzte Bild der Schönheitengalerie. Dir, liebe Mathilde, sage ich, dass ich noch imstande wäre, jugendlich glühend zu lieben, aber keine andere mehr als Carlotta. Welch widriges Geschick, dass ihr Herz auch nicht die mindeste Liebe für mich fühlt, während andere Leidenschaft für mich haben, für die ich gar keine. Das kannst du ihr mitteilen, Carlotta und keine mehr. Und würde es je sich begeben, dass eine mir Eindruck macht, so würde dies bekämpft, dass daraus keine Liebe entstehe. Was ich in meinem Leben noch nie tat. Aber Carlotta bleibt spröde, weiß nicht, wie sie sich wehren soll. Gerüchte kommen in Umlauf, die Nachfolgerin der Lola sei gefunden. Man spricht von morganatischer Heirat, Wohnung an der Riviera. Carlotta an Mathilde, königliche Hoheit, ich bitte, ich muss den Verkehr mit seiner Majestät, dem König, völlig abbrechen, soll nicht meine ganze Zukunft in Frage gestellt werden. Beantworte mir doch eine Frage. Schade, schade, dass Verleumdung ihr Gift auf sie und mich vergossen. Wie glücklich, harmlos wäre das Ende meines Lebensabends gewesen. Ein unschuldiger Umgang mit ihr. An Carlotta. Hier auf dieser Altane, wo einst du bei mir gestanden, fasst mich der Sehnsucht nach dir schmerzlich süßes Gefühl. Lebensvoll ruft's auf dem Rhein mir die Liebe Carlottas zurück. War sie Selbsttäuschung, so lass mir den beglückenden Traum. Bei Mainz auf dem Rhein fahrend, 21. August 1862, Ludwig. Ein Jahr, dass ich nicht mehr mit ihr sprach, nicht mehr sie sah, an die ich immer denke, Carlotta ist meine letzte Liebe. Da findet der König eines Tages einen Brief unter seiner Post, wie er noch keinen erhalten. Ein Freiherr von U wünscht sich zu verheiraten, bittet den Monarchen, ihm eine passende Frau auszuwählen. Der König fragt seine Tochter, soll ich dem Freiherrn nahelegen, die Hofdamen der Großherzogin in Darmstadt zu besuchen und zuzusehen, ob eine von beiden ihm gefällt und ob er gefällt. Dass ich als Freund handle, nicht mich, nur ihr Glück im Auge habe, wird sie fühlen. Denn sonst hört jede Verbindung mit ihr auf, und ob ich sie dann je noch sehen werde, wissen die Götter. Mathilde, um Gottes Willen nein, um keinen Preis, was fällt dir ein? Dann kommt Carlottas endgültiges Nein. Verzeihen Sie mir, Majestät, ich kann und kann nicht. Sie erfindet einen Verlobten. Kurz darauf verlobt sie sich wirklich mit einem anderen. Nizza, 5. Januar 1863. Ein Blitz aus heitern Höhen traf mein Herz. Die im Brief vom letzten, im vergangenen Jahre enthaltene Nachricht von der leidenschaftlichen Liebe, welche Carlottas Herz für einen anderen durchdrang, hatte ich nicht erwartet. Halte dafür, Carlotta hat wohlgetan, obgleich sie jetzt für mich verloren ist. Verloren auch ihr Umgang. Wenige Minuten, nachdem ich den Brief bekommen,
der ich hier keinen erwartet, griff ich zur Feder, diese Zeilen zu schreiben. Öfters ersuchte ich Carlotta, bevor sie sich bindet, ihrem bewährten Freund darüber zu schreiben, ihn zu vernehmen. Hätte gewünscht, dass es nicht wäre unterlassen worden. Wie alt ist der Glückliche? Bis wann die Trauung? Wie sehr wünschte der Freund, die Freundin, beides im edelsten Sinn des Wortes, zuvor noch zu sprechen? Fremd dürfen wir uns nicht werden. Von Zeit zu Zeit sollen wir uns als Freund und Freundin, was nicht gegen die ehrlichen Pflichten, gegenseitig benehmen. Dass es in München war, wenn sich, und ich glaube es, Carlottas Schicksal zu ihrem Besten entschieden, freut Carlottas bis zu seinem letzten Atemzug treu bleibenden Ludwig. Wo ist die Trauung? Wo die Niederlassung? Carlotta schrieb mir im vorigen Brief, sie könne keinem die Hand geben, wenn ihr Herz einem anderen gehört. Ist die Liebe für den Bewussten denn zu Ende? Im nämlichen Monat aber mit einem anderen sich zu verloben, ist für den Freund wenig schmeichelhaft. Dass aber Carlotta ernstlich gesucht, ihr Inneres zur Annahme zu bewegen, ist mir wohltuend, Gemütlichkeit gegen mich. Ungeachtet sehr betroffen geworden durch die Entschließung, wiederhole ich abermals, Carlotta hat wohl daran getan. Ludwig bestimmt 50.000 Gulden als Mitgift an Carlotta auszuzahlen. Ein Vermögen. Dann beginnt er abzuschließen. Die Bilder der Schönheitengalerie lässt er auf Nymphenburger Porzellan übertragen, dauerhafter als auf der morschen Leinwand. Man vergisst sie auszulagern, 1944 gehen die meisten von ihnen bei Luftangriffen verloren. Er beginnt, seinen Nachlass zusammenzutragen, zu archivieren. Alles war wichtig in seinem Leben, alles muss der Nachwelt überliefert werden. Die Liebesbriefe von Marianina und Lady Jane gehen sauber gebündelt ins Hofarchiv, die Kleider von Therese und den Kindern mit Zettelchen beschriftet ins Bayerische Nationalmuseum. Dieses rote, silbergestickte Kleid trug die Herzogin Therese von Sachsen-Hildburghausen bei ihrem feierlichen Empfang in München als Braut des Kronprinzen Ludwig von Bayern am 10. Oktober 1810. Die Damen der Schönheitsgalerie sind alt geworden, melancholische Larven der Hinfälligkeit. Hier die Sedlmayr 1898 im Alter von 85 Jahren. Lolas Bild wurde aus der Galerie verbannt. Sie selbst spielte auf Schmierenbühnen in Amerika und Australien die Rolle ihres Lebens, Lola in Bayern. Sie starb 43 Jahre alt in Brooklyn, 1861, 7 Jahre vor dem König. Carlotta wurde Mutter von 6 Kindern. Nach 55-jähriger Ehe starb sie, 82 Jahre alt, 1920 in Abbazia. Die Marchesa Marianina war inzwischen zur Philosophin gereift. Sie hatte Deutsch gelernt, die Sprache meines Lodovico, schließlich den Bruno von Schelling als erste ins Italienische übersetzt und herausgegeben. Später schreibt sie über Aristoteles, über die Logik, über Kommunismus und Sozialismus, über die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Alle Bücher stehen auf dem Index. Für eine Bürgerin des Kirchenstaates dachte sie zu frei. Am Todestag Ludwigs schickt sie ihren letzten Brief ab, Nummer 1902, dankt für seinen Brief 2943. Einige Tage später bringt ein bayerischer Kurier ein versiegeltes Päckchen, ein roter, gestickter Damenpantoffel ist darin und ein Zettel von Ludwigs Hand.
Schuh der Marchesa Mariana Florenzi. Erinnerung an den ersten Tanz im Hause Tolonia. 2 Jahre später stirbt sie in Florenz. Lady Jane Digby Elmes Raab lebte 24 Jahre lang an der Seite des Emirs. Während des Massakers der Christenverfolgung 1859 hat sie mehreren Europäern das Leben gerettet. 1881, am 11. August, stirbt sie an einem Choleraanfall. Sie will auf dem evangelischen Friedhof in Damaskus begraben werden. Abgestoßen von der düsteren Pracht des christlichen Begräbnisrituals, stürzt der Emir während der Zeremonie davon. Auf Janes Lieblingsstute galoppiert er zurück. Eine letzte Szene für ihre wilde Fantasie. Auf einer Italienreise stirbt der König in Nizza am 29. Februar 1868. Wasser in den Füßen, Gewebebrand nach einer zweiten Operation. Und nun Dank, Dank allen, die mich geliebt. Solche Liebe, wie mir zuteil wurde, habe ich nicht verdient. Mein Herz hat dem Brauch gemäß, zu denen meiner Regierungsvorfahren nach Altötting zu kommen. Meine Eingeweide sind neben denen meiner Therese auf ihrem Sarg zu stellen. Der Ehering soll mit mir ins Grab kommen, auf meine Leiche, auf die Stelle, wo das Herz war. An viele. Schwärmerei. Einerlei ist mir, wie ihr's heißt. Ob ihr tadelt, preist, wie ihr's nennt, was ihr kennt. Ihr könnt kleben bloß am Staub, euch nicht erheben.